Der Haubachsee an der Sechsseenplatte. Hier sieht es anders aus als an anderen Seen. Es gibt kaum Bäume, keine Spaziergänger. Der Ort wirkt ruhig, doch das soll sich gleich ändern. 20 Vierbeiner warten nur darauf, die Umgebung für sich zu erobern. Tür auf und los geht das Fressen. Die Ziegen und Schafe sollen die Wiese rund um den Haubachsee quasi brachlegen. Klingt vielleicht erst einmal komisch, hat aber einen guten Grund. Denn durch diesen Eingriff in die Natur wird für neue Arten Lebensraum erschaffen. So lautet der Plan der biologischen Station Westliches Ruhrgebiet und der Stadt Duisburg. Zusammen beaufsichtigen sie die Fläche seit gut 10 Jahren und das nicht unbegründet. Stefan Müller, Landschaftsarchitekt der biologischen Station, sagt, der Ort ist ein ganz besonderer. Wir haben einen Magersandstandort hier mit Gewässerstrukturen, wir haben hier Teichlandschaften und die Kombination an sich wurde erachtet als schützenswert. Wir haben hier ein größeres Artenspektrum, wenn wir diese Flächen offen halten, als wenn hier alles sich selbst überlassen wird und die Gehölze sich hier einrichten und Birken, Brombeeren und Erlen hier wieder alles zuwachsen lassen. Also da nimmt der Artenreichtum ab und das wollen wir nicht. Wir wollen eben dieses Potenzial erhalten. Das ist der Sinn dabei. Dank dieser besonderen Bedingungen finden bedrohte Arten wie etwa die Zauneidechse, die Zwiebelbinse oder der Moorbärlapp an der Sechsseenplatte ein neues Zuhause. Arten, die es im Ruhrgebiet kaum noch gibt und die stark gefährdet sind. In einem zugewucherten Wald würden die Tiere und Pflanzen nicht leben können. Damit am Haubachsee also der richtige Lebensraum besteht, müssen Bäume und Gehölzer weg. Anfangs wurde das mit Maschinen gemacht, so richtig funktioniert hat das aber nicht. Indem wir es nur fällen, auf Deutsch gesagt, haben wir das Problem, dass wir einen extremen Auswuchs, also jeder geschnittene Stamm bildet 8 neue Austriebe und so potenziert sich die Geschichte im Laufe der Zeit nach oben. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, wir können hier nicht mehr weitermachen, die Natur holt uns ein, was die Gehölzsukzession angeht. Ein Plan B musste also her. Mit Baggern wurde die Fläche einmal komplett freigelegt und seit 2014 sorgen Tiere dafür, dass sie auch frei bleibt. Die sind quasi als ökologische Rasenmäher tätig. Das Besondere bei den Ziegen, sie sind Allesfresser, gehen auch an Gehölze und sorgen so dafür, dass der perfekte Lebensraum für seltene Tierarten entsteht. Ein paar haben sich schon wieder angesiedelt. Das ist die westliche Beißschrecke, die sich hier im letzten Jahr gezeigt hatte. Die ist vorher nicht vorgekommen, als hier noch die Gehölze standen. Und verschiedene Vogelarten haben sich hier gezeigt. Und wir denken, wir sind auf einem guten Wege. Auf einer etwa 2 Hektar großen Fläche können die Ziegen alles fressen, was ihnen vor die Nase kommt. Und in den Tümpeln haben sie genügend Wasser. Einen Aufpasser haben sie auch und er heißt Josef Mörth. Der Rentner wohnt ganz in der Nähe des Haubachsees und wie es sich für einen guten Nachbar gehört, will er künftig so oft es geht vorbeischauen. Meine Aufgaben sind, dass ich nach den Ziegen gucke, morgens und abends, ja, ob die alle zusammen sind, ob keine ausgebrochen ist. Ich habe selber auch 3 Schafe und deswegen habe ich das gemacht für den Verein hier. Ja. Für alle anderen ist das Betreten des Geländes verboten, denn die Ziegen sollen in Ruhe ihrer Aufgabe nachkommen, fressen und dabei Gutes für die Umwelt tun. Einen schöneren Job könnten sie wohl kaum haben.